schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Heute-Show. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Was für ein Tag. Heute Vormittag hat unser aller Bundespräsident Joachim Gauck seine erste Grundsatzrede gehalten. Ich habe mich natürlich hier mit meiner Gauck-Fan-Tasse und mit meiner Gauck-Fan-Mütze, ich habe einfach ein Mützengesicht, habe ich mich schön vor den Fernseher gesetzt, sag, gleich geht's los. Aber dann ist mir eingefallen, es interessiert mich ja einen Scheiß, meine Damen und Herren. Wir haben ganz andere Sorgen in dem Land. Es reißt nicht ab. Breaking News. Pferdefleisch in Brokkoli entdeckt, meine Damen und Herren. Es reißt nicht ab. Jeden Tag neue Enthüllungen. Wo soll das alles noch hinführen? Das Ganze ist ein absolutes, wenn Sie mich fragen, Worst-Case-Szenario. Verzeihung. Ich wollte eigentlich diese Karlauer lassen. Das ist nämlich für mich das eigentlich Furchtbare an der ganzen Pferdegeschichte. Wortspiele ohne Ende im Moderatorengehege. Wie schmeckt Ihnen denn die Pasta Fury? Geiz ist Gaul. In Brüssel steht heute Abend ein Pferd auf dem Flur. In diesem Sinne, passen Sie auf, dass Ihre Wurst nicht wiehert. Viel schlimmer wird's, wenn die Wurst anfängt zu moderieren, meine Damen und Herren. Das Ganze ist im Grunde kein witziges Thema. Wir reden hier nicht von Einzelfällen, wie gerne behauptet wird. Das ist eine kriminelle Branche. Das liegt am System. Und diese Branche findet immer einen Weg, uns neue Arten von Aas ins Futter zu rühren. Es reicht doch langsam. Und da muss man halt einfach sicherstellen, dass tatsächlich kein Etikettenschwindel vorliegt, sondern dass tatsächlich, wenn Rindfleisch draufsteht, auch Pferdefleisch drin ist. Na klar. Das sind die besten Versprecher, wenn man es nicht merkt. Ja, der Mann hat fast recht. Transparenz wäre doch das Mindeste. Hier zum Beispiel diese immer wieder geforderte Lebensmittelampel. Eine Ampel auf der Verpackung, die wenigstens anzeigt, ob die verarbeiteten Tiere früher mal 2, 4 oder 8 Beine hatten, meine Damen und Herren. Bevor sie Lasagne wurden. Eklig ist das alles. Aber klar, das müssen wir uns eingestehen, es liegt natürlich ein Stück weit auch an uns Verbrauchern. Ja? Nicht immer nur die billige Tiefkühlpumpe kaufen, sondern einfach mal selber kochen. Mit guten Zutaten. Also ich kaufe Biofleisch, weil ich denke, dass das teilweise schon besser schmeckt. Denn so freilaufendes Fleisch, da merkt man schon einen Unterschied. Ja, da muss ich kurz widersprechen, gnädige Frau. Wenn das Fleisch anfängt zu laufen, ist das nicht zwingend ein Zeichen von Qualität. Ne? Nabend. Nabend. Ja. Ja, unsere... Unsere Verbraucherschutzministerin, die Frau Aigner, hat diese Woche mal wieder ihren üblichen 10-Punkte-Aktionsplan präsentiert. Ne? Es sind immer 10. Dabei arbeitet sie ja noch die 143 offenen Punkte ihrer letzten Aktionspläne ab. Was will die Frau eigentlich? Wir wollen größtmögliche Transparenz und vor allem wollen wir gemeinsam, wir wollen das noch verfeinern. Deswegen wollen wir es, ich will das, deswegen will ich auch praktikabel bleiben, aber deswegen will ich auch in Deutschland. Und deshalb wollen wir, ich will, deshalb wollen wir wollen aber auch, wir wollen es ja. Ja, nicht wollen, einfach mal machen, Ilse. Die hat in Europa original nichts dafür getan, dass verarbeitete Fleischprodukte endlich gekennzeichnet werden müssen. So, ich versuche jetzt mal für Sie das Netzwerk der europäischen Pferdemafia nachzuvollziehen. Über welche Stationen Fury also genau in meine Bolognese gekommen ist. Eine Luxemburger Firma bestellt Rindfleisch in Frankreich. Das Pferdefleisch wurde in Rumänien geschlachtet und dann von einem holländischen Betrieb gekauft. Der Auftrag geht nach Zypern. Das Fleisch wird dann in Rumänien bestellt. Von dort wurde es von Land zu Land geschickt. Nach Luxemburg oder Frankreich. Belgien. Über Holland. Weiter nach Irland. Wo es dann weiterverarbeitet und europaweit verkauft wurde. Sekunde, ich hab's gleich. So, jetzt hab ich's hier. Ja. Die schlechte Nachricht lautet,
Man kann die Schweine gar nicht erwischen bei dem Dickicht, also beziehungsweise die Pferde. Haben die Leute, die da verantwortlich sind, haben die denn überhaupt kein Unrechtsbewusstsein? Weiß ich selber nicht. Wenn da ist das Pferdefleisch da oder Menschenfleisch da oder Schweinefleisch da, ist egal welches Fleisch. Soll diese Sache, hinter die Sache, die soll doch die Hygieneamt untersuchen, nicht die Fernsehen, verstehst du? Ja, verstehe ich völlig, ne? Ist egal welches Fleisch. Ja, wir Deutschen haben eh Mägen aus Stahl, ne? Das ist ja, durch jahrzehntelanges Müllfressen. Der Fehler, ich sag's nochmal, liegt im System. Ne? Das Problem sind die unfassbaren Massenfleisch, die immer billiger produziert werden. Hier, Bilder aus der ZDF-Kantine mit versteckter Kamera gedreht. Freitag gibt's da einmal Lasagne, eine lecker Pferde drin, Atommüll, dann Autoreifen für den Geschmack, zwei Tomaten und natürlich Bechamelsoße. Fertig! Tja, manche Leute sagen, wie kann ich mich denn bei einer Lasagne, die, und so war es ja, 1,49 kostet, wundern, dass da seltsame Sachen drin sind. Ne? Andere wiederum sagen, Moment mal, 1,49, geht das nicht noch viel billiger? Und genau dieser Frage geht jetzt der Kollege Klaus von Wagner nach. Herzlich willkommen zum Heute-Show-Kotzstudio. Das Heute-Show-Kotzstudio und sein Leiter Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Ja. Vielen Dank. Ja, hallo Klaus. Hallo. Wichtigste Frage am Anfang. Hat der Deutsche, was seine Ernährungsgewohnheiten angeht, vielleicht doch sowas wie eine, ja, verkappte Todessehnsucht? Im Grunde schon. Wer regelmäßig Fertigbuletten an der Tanke kauft, kann sich im Grunde auch vor den Zug schmeißen. Das geht schneller, nicht? Aber sehen wir doch erstmal alles positiv. Die Industrie bemüht sich ja, sie schafft Transparenz. Hier, mit diesem neuen Hightech-Gerät können Sie als Verbraucher jetzt genauestens überprüfen, was in den Fleischangeboten der Supermärkte tatsächlich drin ist. Ja. So, tippen Sie doch zum Beispiel mal auf, also sich auf argentinisches Rumsteak. Mit dem Hightech-Stift? Ja, mit dem Hightech-Stift. Okay. Verstehe. Okay, jetzt vielleicht mal das Kalbskotelett. Ja. Toll, oder? Und jetzt mal auf das Gulasch. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so einen Vorteil bringt. Und was ist mit den Rouladen? Ja. Lassen Sie mich los! Ich arbeite hier! Was war das denn für ein Tier? Keine Ahnung, vielleicht Papagei? Seien wir ehrlich, im Grunde ist es uns doch allen scheißegal, was in unserem Futter drin ist. Bei jedem Skandal ist es dasselbe. Wir wollen uns kurz wohlig gruseln und dann zur Tagesordnung übergehen. Deswegen müssen sich Frau Aigner und diese kriminelle Branche auch null Sorgen machen. Wir Verbraucher haben ja das Gedächtnis von bekifften Fruchtfliegen. Ja, wer weiß denn zum Beispiel zwei Jahre nach EHEC noch, dass Sojasprossen großflächig mit Scheiße besprüht werden? Ich sag's nochmal, es ist kein witziges Thema. Ja. Ich hab so einen schalen Geschmack im Hals. Ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Wusst ihr das? Ja. In dem Pferdefleisch waren auch Spuren von Medikamenten drin. Tja, und? Ist doch praktisch. Das ist im Prinzip wie beim Überraschungsei. Da habe ich was Leckeres, was Ekliges und was gegen die Schmerzen. Zurück zu unserem Thema. Geht's nicht noch viel billiger hier? Das ist zum Beispiel eine ganz klassische italienische Lasagne, also mit Pferdefleisch. Ja. Kostet, wie erwähnt, im Supermarkt gerne mal 1,49 €. Da sagen jetzt viele, Moment mal, das ist ganz schön happig. Da kann ich mir ja eine ganze App für runterladen. Ja. Lasagne bald nur noch für Reiche. Nein, nein, keine Angst, die Industrie hat sich natürlich längst etwas Neues einfallen lassen. Reichen Sie mir vielleicht mal die Zutaten. Das ist sehr schön, wunderbar. So, ich präsentiere die 99-Cent-Lasagne. Tada! Nee, einfach abwechselnd alte Zeitungen und Ketchup aufeinanderschichten. Oh, genial. Ist das die Bild-Zeitung? Ja, aber die ist ganz frisch von heute. Sie können natürlich auch die Süddeutsche nehmen, dann schmeckt das Ganze ein bisschen intellektueller. Ja, aber auch teurer. Hallo, die Süddeutsche kostet 2,20 €. Ja, das ist korrekt. Und weil die Branche ja auch weiß, dass der Deutsche schlicht nicht bereit ist, solche astronomischen Summen zu investieren für Sachen, die am Ende sowieso im Klo landen, kann es nach unten gar kein Limit geben, meine Damen und Herren. Demnächst bei Rewe und Edeka die weltweit erste 49-Cent-Lasagne. Das ist ein Ziegelstein mit drei Scheibletten drauf.
Und wer soll das bitte essen? Blöde Frage. Dieselben Leute, die fertig Buletten an der Tanke kaufen. Wer sonst? Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Klaus von Wagner. So. Jetzt haben wir genug vom Pferd erzählt. Diese Woche gab es mal wieder einen Anlass, sich mit der schillernden Welt des Niedriglohnsektors auseinanderzusetzen. Ich sage nur, der Fall Amazon. Herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik. Skrupellose Schweinekonzerne aus deiner Nachbarschaft wollen dich hemmungslos ausnutzen. Du faule Sau. Ja, da war sogar Ursula von der Leyen, kurz BAF, die Firma Amazon, pfercht also, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, spanische Leiharbeiter in hessischen Ferienhotels zusammen und drangsaliert und bewacht sie mit Hilfe von, na, richtig, ausgebildeten Rechtsradikalen. Was ist das für ein Sicherheitsdienst? Hess Security. Wie Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter und Neonazi-Ikone? Nein. Nein! Nein, nein, Hess ist natürlich eine Abkürzung, heißt hässliche Eierköpfe schikanieren Spanier. Ja. Selbstverständlich ist das eine Abkürzung. Ja, diese Woche hat Amazon übrigens Hess Security gefeuert, weil ihnen irgendwer gesagt hat, Freunde, ihr könnt auf der ganzen Welt Lagerarbeiter von Nazis bewachen lassen, aber in Deutschland kommt das so mittel, ne? Haben sie dann tatsächlich schon eingesehen. Der Fall Amazon könnte vielleicht mal zu einer ehrlichen Mindestlohndebatte führen. Stimmt das eigentlich, dass die CDU jetzt auch für den Mindestlohn ist? Wir wollen eine Lohnuntergrenze und zwar nur für diejenigen, die nicht von einem Tarifvertrag heute erfasst sind. Ah, verstehe. Tariflich vereinbarte Ausbeutung ist also weiter erlaubt. Einer Friseurin darf man in diesem Land ernsthaft 3,06 Euro die Stunde zahlen. Aber Tariflohn. Gut, 3,06 Euro, da sind ja gut und gern zwei Pferdelasagnen drin. Also, will Frau Merkel jetzt so eine Art Mindestlohn oder nicht? Wir bitten die Tarifpartner, sich die einzelnen Branchenlöhne anzuschauen, und zwar die für allgemeinverbindlich erklärt wurden. Okay. Und mit dem Anschauen dieser branchenspezifischen Löhne dann zu entscheiden, was könnte für die überhaupt keine Lohnbindung haben, eine vernünftige Lohnuntergrenze sein. In der Sendung mit der Maus würde man jetzt sagen, das war kein Deutsch. Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Sie wollen eine Lohnuntergrenze für jeden Tarif, für jede Region. Da bleibt nichts von übrig. Da lobe ich mir die FDP. Ne? Die sagt wenigstens klipp und klar. Lachen Sie, wenn ich FDP sage? Traurig. Die FDP sagt klipp und klar, flächendeckender Mindestlohn ist böse, denn... Wenn diese Niedrigarbeitsplätze wegfallen, weil man sie durch hohe Löhne kaputt macht, dann haben sie gar keine Arbeitsplätze mehr. Ja und? Ein Arbeitsplatz, von dem man nicht leben kann, ist kein Arbeitsplatz. Ergo kann er auch nicht wegfallen. Mindestlohn für Anwälte und Apotheker findet die FDP übrigens supi. Ja, die kriegen vom Staat festgelegte Honorare und Preise. Ja. Gut, der Vergleich ist fies, denn solche Leute kann man jetzt nicht mit Amazon-Sklaven vergleichen. Das sind wertvolle Menschen, sprich FDP-Wähler. Die sind vom Aussterben bedroht. So, und jetzt sagt ein CDU-Mann mal was Grundsätzliches zum Thema Armut im Bundestag, gerade gestern. Und was er sagt, wird Sie erstaunen, es ist gar nicht so schlimm mit der Armut. Menschen können sich durchaus bei genügender materieller Grundausstattung als arm empfinden. Umgekehrt können Menschen sich auch trotz geringer materieller Mittel ihr Leben als reich und glücklich vorstellen. Exakt. Ja, natürlich. Wenn Sie arm sind, dann stellen Sie sich doch einfach vor, Sie wären reich. Problem gelöst. Das geht auch ohne Mindestlohn. Da brauche ich doch den Staat nicht. Junge, Junge, was ist aus diesem schönen Land geworden? Niedriglohn, wo du hinguckst. Und wer hat's erfunden? Kleiner Tipp, es waren nicht die Schweizer. Ja. Deutschland hat ein echtes Imageproblem. Ich begrüße den Senior Vice Junior Partner der Werbeagentur Ehring und Ehring, Christian Ehring. Christian, müssen wir uns nicht langsam alle schämen? Im Gegenteil, Herr Welke. Ich sage Ihnen, die Chinesen werden grün vor Neid. Bis vor kurzem hatten die quasi ein Monopol auf die Sklaverei. Aber die Zeiten sind vorbei. Nimm das, Hopsing. Haha. Wie jetzt? Sollen wir doch noch stolz drauf sein, oder was? Ja, natürlich. Hier, die neue Image-Kampagne der Bundesregierung. Deutschland, Vorsprung durch billig.
8 Millionen Menschen arbeiten bei uns im Niedriglohnsektor. Kann ja sein, dass wir im Fußball nichts mehr reißen, aber dafür sind wir Ausbeutungs-Europameister. Yeah! Ole, 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 ole! Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so jubeln möchte. Ständig sieht man im Fernsehen Berichte über schreckliche Arbeitsbedingungen. Hier, bei Zalando zum Beispiel. Wer auf die Toilette muss, ist auf diesen Container angewiesen. Er steht mitten in der Halle. Wo wahrscheinlich auch noch alle mithören können oder so. Oliver, ich sag mal so, wer auf dem Klo nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Hm. Meinetwegen müsste da noch nicht mal eine Tür sein. Ja. Zalando sollte da ganz offen mitwerben. Hier mein Vorschlag. Zalando, schrei vor Glück. Die schöne neue Arbeitswelt. Leiharbeit, Zeitarbeit, ja. Ich habe das gelesen über Amazon und habe mich gefragt, wie habe ich mir das denn vorzustellen als Arbeitgeber mit Spaß an Ausbeutung? Rufe ich da einfach bei der Sklavenvermittlung an oder was? Im Grunde ja. Die bestellen Sie bei denen und dann müssen Sie die nur noch irgendwo unterbringen. Und zwar hätte ich 50 polnische Leiharbeitnehmer, die muss ich hier unterbringen für Amazon. Was sagen Sie, Polen? Ja, die nehme ich gerne. Die sind ja nicht so dreckig und können mit dem Holzofen umgehen. Außerdem gehen die ja auch zu siebt in eine Hütte, ohne zu meckern. Und außerdem saufen die Polen nicht so viel. Polen immer sehr zu empfehlen. Die sind sauber, fleißig und stapelbar. Hm. Und die sehen alle gleich aus, habe ich gerade gesehen. Das ist doch alles furchtbar, Ehring. Warum lassen wir als Gesellschaft das zu? Hallo, ganz Europa geht's beschissen. Nur uns geht's Gold. Warum denn? Weil wir so wahnsinnig fleißig sind? Gestern habe ich versucht, beim Klempner einen Termin für 2014 zu kriegen. Sie sind bekloppt. Nein. Unseren Erfolg verdanken wir ausschließlich unserer Ausbeutungskompetenz. Ich würde damit als Firma viel aggressiver werben. Arbeiter, die von uns ausgebeutet werden, wurden auch ausgebeutet von... Ja, hier könnte auch die Heute-Show stehen. Aber Sie Trottel bezahlen ja Ihre Mitarbeiter. Also manchmal, Welke, also... Amazon, Zalando, DHL, Hermes, Eismann, die kannst du alle in einen Sack stecken. Naja, Sie haben es als Kunde doch in der Hand. Sie können morgen aufhören, Ihre Bücher und Ihre Bumsfilme mit Gratisversand bei Amazon zu bestellen. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich denke mal drüber nach. Vielleicht nächstes Jahr. So. In der Heute-Show, das wissen Sie, gibt es auch immer Platz für das Positive. Die Deutsche Bischofskonferenz hat diese Woche beschlossen, in Führungspositionen, Achtung, mehr Frauen einzusetzen. Ja, natürlich. Natürlich nur in Führungspositionen, die nicht die Weihe voraussetzen. Ich meine, so weit kommt es noch. Frauen. Unsere neue Kollegin Caroline Kebekus bewirbt sich trotzdem auf ihren Traumberuf. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche soll gestärkt werden. Finde ich super. Ich habe gehört, es ist auch gerade eine Stelle frei geworden. Und auf die bewerbe ich mich jetzt als... Päpstin. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein Geist sucht sie auch unter uns. Ja. Ist es nicht Zeit für eine Päpstin jetzt? Zeit für eine Päpstin? Ja. Sind Sie hier die Gegendemo zur Bischofskonferenz? Genau. Ja, das interessiert mich leider nicht. Also. Interessiert Sie gar nicht? Ich bin ja Islam und so, Muslime und so. Ja. Wir haben andere Sorgen. Also. Ich habe überlegt, dass ich jetzt Päpstin werden könnte. Fänden Sie das gut? Ja, warum nicht? Also, aber Jesus war ein Vegetarier. Wenn einer predigen kann, dann sind das wir. Ja, ja. Und manchmal wunderbar, dass die Männer fortlaufen, nicht? Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Heute ist ja Bischofskonferenz. Ich versuche beim Kardinal Meißner mich zu bewerben. Ja. Meinen Sie, das wird was? Versuchen Sie es einfach. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Man sagt immer, Frauen in geweihten Ämtern, das geht nicht, weil beim Abendmahl waren ja auch nur Aposteln dabei. Ja, aber wer hat das Abendmahl gekocht? Hallo? Wer hat nachher gespült? Jesus oder was? Der Meißner und ich, wir sind so, wir sind beide kölsch-katholisch. Dann ist so eine gemäßigte Form. Wir lassen die Messe weg, wir gehen direkt zum Frühshop. Ja, was wollen Sie?
Können wir ganz kurz mit Ihnen sprechen? Ja, es kommt drauf, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Über den Kongress, also geht's ja nur. Ja, mich interessiert natürlich auch die Frage, die morgen diskutiert wird, die Rolle der Frau in Führungspositionen in der Kirche. Darüber rede ich jetzt noch gar nicht. Genau. Ich bin... Aber kann ich Ihnen vielleicht eine Bewerbung mitgeben? Ich würde mich gerne bewerben als Päpstin. Vielleicht können Sie das ja an den Vatikan weiterleiten. Da haben Sie nicht die Figur dazu. Da habe ich nicht die Figur dazu. Ich glaube, das würde mir super stehen. Ja, wir sind rausgeflogen, Olli. Ich glaube, damit ist meine Bewerbung abgewiesen. Eine offizielle Erklärung von Kardinal Meissner ist, ich habe nicht die Figur dazu. Ich habe es eigentlich schon immer gewusst, ich bin zu fett, um Papst zu sein. Gut, dafür fülle ich einen Dirndl aus. Damit zurück zu dir, Olli. Caroline Kebekus muss die Bewerbung mit der Post schicken. Ich nehme an, der Kardinal Meissner meinte Format oder Statur und nicht Figur. Jetzt aber zur eigentlichen Sensation der Woche, meine Damen und Herren. Stefan Raab wird im Herbst das Kanzlerduell moderieren. Tja, allgemeine Schnappatmung. Ja, das wird jetzt so kommen. Und wem verdanken wir das? Edmund Stoiber. Ganz genau, the one and only King of Stammel, meine Damen und Herren. Wollte der Tante Merkel offensichtlich einen reinwürgen. Und hat den Raab vorgeschlagen, damit, so sagt er, das unterhaltsamer wird. Und kein Wunder, Ede Stoiber ist der größte Fernseh-Entertainer, der je gelebt hat. Ja, da kannst du irgendeinen alten Ausschnitt zeigen. Ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder aufrichte. Ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde und dann macht sie es beziehungsweise mit dem Gärtner zusammen. Ach ja, kann man immer wieder sehen. Das Comedy-Programm von Ede Stoiber, ein bisschen zotig, aber unerreicht, meine Damen und Herren. Dank Stoiber also Raab im Kanzlerduell im Herbst. Wie findet die Merkel das eigentlich? Die Bundeskanzlerin spricht sich weder für noch gegen einen bestimmten Moderator, eine bestimmte Moderatorin aus. Und warum? Weil sie schlau ist. In diesem Land werden Moderatoren nämlich hinter den Kulissen abgesägt. Das muss der kleine Steinbrück noch lernen, ne? Der hat öffentlich rumgejault. Haben Sie es gehört? Zumindest in der ersten Reaktion auf diese Meldung. Raab, ne? Hat er öffentlich rumgejault, ne? Der Raab ist kein Journalist. Zur Strafe hat ihn jetzt an der Backe. Schön doof. Einmal unter uns. Wer glaubt denn bitte, nur weil man einen Star des Privatfernsehens in ein öffentlich-rechtliches Studio setzt, dass dann auf einmal die jungen Zuschauer einschalten? Total würdelos. Oder was meinst du, Elton? Ich bin da völlig deiner Meinung, Oliver. Peinlich. Als ob jetzt Jugendliche Politiksendungen gucken, nur weil da irgendwelche ProSieben-Kasper sitzen. Geht gar nicht. Elton, meine Damen und Herren. Irgendein Elton. Völlig richtig. Der Einzige bei ProSieben, den ich ernst nehmen kann. Ne? Raab beim Kanzlerduell. Was genau erwartet uns da? Das TV-Kanzlerduell. Seit 2002 politischer Schlagabtausch auf höchst unterhaltsamem Niveau. Am Arsch die Räuber. Eine langweilige Seniorenveranstaltung mit Schnarchfragen wie diesen. Wissen Sie eigentlich, zu welchem Spottpreis man sich in der Bundeshauptstadt die Haare schneiden lassen kann? Ja, genau. Das ist total wahlentscheidend. Aber zum Glück ist das jetzt alles vorbei. Denn ausgerechnet Edmund Stoiber hat für das Kanzlerduell einen Heilsbringer ins Spiel gebracht, der noch öfter sagt als er selber. Stefan Raab. Boah. Unfassbar, oder? Was war da denn los? Ja. So, herzlich willkommen bei Stefan sucht den Superbundeskanzler, der die Schuldenkrise wuppt und den Fipsi Rösler achtkantig rauswirft. Kurz SS, DSB, KDD, SWUD, FRARW. So, heute bei mir zu Gast ein junger Mann. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben. Der will seine neue CD präsentieren. Oder was, sein Buch? Ja. Mann, weiß ich nicht. Und zwar Peer Kussmark. Ja. Ich bin Steinbrück. Ach so, Peer Steinbrück. Ja. Vielen auch bekannt als 20.000 Euro Peer Auftritt. Verstehen Sie? Ja. Sensationell. So, außerdem heute bei mir zu Gast, wer war das nochmal? Uschi Glas. Ja. Ein kleiner Scherz. Ich meine natürlich die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frau Merkel, wie bestreiten Sie denn Ihren Wahlkampf? Land ein, Land auf. Tags ein, tags auf.
Land ab. Oh. Tag ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Unfassbar, oder? Sein politisches Hintergrundwissen ist legendär. So, Herr Steinmeier, ja. Sie fordern ja unter anderem, was war das nochmal, flächendeckenden Mindestlohn. Ja. Haben Sie denn selbst noch Kontakt zur Arbeiterklasse? Der verlässlichste Kumpel übrigens in der Zeit, werde ich mich immer daran erinnern, ist ein Hamburger Mauergeselle gewesen, den ich seit 1969 nie wieder gesehen habe. Ja, warum auch? Ja. Maurer stinken. Oder? Nicht nur Maurer. Das Kanzlerduell mit Stefan Raab. Politische Auseinandersetzungen von der ersten bis zur letzten Sekunde. So, jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen alles gemacht habe. Ja, danke. Moment, wo will die denn hin? Ja, hoffentlich zum Friseur. Das sollten Sie auf jeden Fall verpassen, meine Damen und Herren. Stoiber hat's gewollt. Steinbrück hat es nicht verhindert. Das wird kommen. Die Internetforen jedenfalls sind explodiert wegen Raab. Empörte Studienräte haben vor Wut ihre Eingeweide in die Tastatur gekotzt. Das geht doch nicht. Politik ist eine ernste Sache. Streiten wir drüber in einer neuen Ausgabe unserer Reihe. Bundestagswahl jetzt schon ungültig. Stefan Raab schändet Kanzlerduell. Ich begrüße vom Verband der chronisch beleidigten Bildungsbürger Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Gernot Hassknecht. Gernot, grüß dich. Gernot, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Wozu die ganze Aufregung? Jakob Augstein hat diese Woche bei Spiegel Online geschrieben und gewarnt vor der Raab-Republik. Geht's nicht eine Nummer kleiner? Nein. Der deutsche Fernsehmarkt war immer klar aufgeteilt. Es gibt Erwachsenenfernsehen, es gibt Kinderfernsehen und es gibt Idiotenfernsehen. Wie jetzt Idiotenfernsehen? Sie meinen aber bitte nicht das Privatfernsehen insgesamt. Ja, natürlich. Wozu haben wir den Idioten denn ihr eigenes Idiotenfernsehen gegeben? Hm? Damit die ihre Idioten jetzt in unsere Sendungen schicken? Das Kanzlerduell ist ein Hochamt der Demokratie. Und wen lassen die Irren das moderieren? Den Metzgergesellen mit den klodeckelgroßen Zähnen! Okay, gewisse Vorbehalte gegen Stefan Raab, aber das müssen wir sagen, er spricht nun mal jüngere Zuschauer an. Holen wir also mal den Leiter der Heute-Show Jugendredaktion dazu. Hier ist Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Bring the action. Ja. Der Leiter der Heute-Show Jugendredaktion, Ulrich. Ulrich, hat Edmund Stoiber recht? Kann man mit Stefan Raab jüngere Menschen wieder für Politik begeistern? Zu Frage 1. Edmund Stoiber hat nie recht. Zu Frage 2. Edmund Stoiber hat völlig recht. Politik im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, Entschuldigung, verschnarchte Seniorenkacke. Aber das wird die ältere Generation da niemals kapieren, nicht wahr? Die ältere Generation? Hat der Mümmelpriester gerade ältere Generation gesagt? Zu mir? Ja, 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 jetzt chill mal runter, Kollege. Nicht, dass ihm gleich der Beutel platzt. Jetzt mal ehrlich, Leute. Wie wird denn Politik normalerweise verkauft im Fernsehen? Da sitzen immer nur Peter Schollatour und Helmut Schmidt und husten der Maischberger Bröckchen auf die Bluse. Und ihr wundert euch, dass wir da keinen Bock mehr drauf haben, wir jungen Leute. Wir jungen Leute? Hat er wir jungen Leute gesagt? Ach Göttchen, jetzt ist Opa Ötzi auch noch schwerhörig. Ich würde es jetzt gerne mal ein bisschen versachlichen. Ich würde es jetzt wirklich gerne mal ein bisschen versachlichen. Fakt ist ja, dass alle politischen Talkshows von jungen Menschen quasi nicht mehr geguckt werden. Kaum noch. Muss man da nicht gegensteuern? Bullshit. Es sitzen doch ohne Ende junge Menschen in Politiksendungen. Und die bringen sich auch inhaltlich ein. Hier.
Wir haben im Publikum ja auch junge Leute sitzen und hier gibt es jemanden, der eine Frage hat. Und ich würde da gerne die Gelegenheit nutzen, denn bei uns müssen ja nicht nur E-Mails zu Wort kommen. Bitte schön. Ich hab's vergessen, aber darf ich schnell jemanden grüßen? Darf ich schnell jemanden grüßen? Nein. So typisch! Ich bitte dich. Das war typisch. Das ist typisch. Da wollte er gerade seinen Kumpel Justin grüßen und dann wird er abgewürgt von der Spießertante. Gut, der Ausschnitt war ein relativ schlechtes Beispiel, finde ich. Ja, diese Generation kannst du komplett abhaken. Kannst ein Ei draufhauen. Alles, wofür sich die begeistern, sind Facebook, Twitter und Masturbieren. Die kriegst du auch nicht mit Stefan Raab. Genau, hört auf mit Husalix. Alles soll immer so bleiben, wie es ist. Ich finde, wir kratzen Werner Höfer aus der Urne und lassen den das Kanzlerduell moderieren. Hurra! Hat der mich gerade Methuselix genannt? Keine Angst, wir fahren Sie direkt nach der Sendung wieder ins Heim. Oh. Moment. Oh. Bevor das hier schon wieder abgleitet, was spricht denn jetzt in der Sache gegen Stefan Raab? Der Mann ist immerhin schon 46, er spricht ganze Sätze, er isst mit Messer und Gabel, da geht doch das Abendland nicht unter. Doch, mal ohne Scheiß, Freunde. Ich wüsste in der gesamten deutschen Fernsehlandschaft keinen, der das schlechter machen würde als Raab. Wolfgang Lippert? Wolfgang Lippert. Ja gut, das stimmt. Cano Jobatai? Okay. Lippert und Jobatai wären noch schlechter, zugegeben, ja. Aber sonst keiner. Kai Pflaume? Kai? Ja, gut. Lippert, Jobatai und Pflaume. Charlotte Roach. Ja, die Roach. Ja, geschenkt, das ist doch eh klar. Frank Elstner. Karl Nebel. Günther Jauch. Thomas Gottschalk. Oder der Neue bei Wetten, dass, wie heißt der doch gleich? Keine Ahnung. Ich fürchte, wir kommen so nicht weiter. Gernot Haske, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und das war sie auch, die Heute-Show. Jetzt kommt das blaue Sofa. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.